Schulsenator Thies Rabe ist aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Bereits am Mittwoch soll seine Nachfolgerin ernannt werden. Der SPD-Politiker hinterlässt große Fußstapfen. Schönen guten Tag, ich heiße Thies Rabe, ich bin der Schulsenator. Ein Satz, der nun der Vergangenheit angehört. Der seit knapp 13 Jahren in Hamburg als Schulsenator tätige Thies Rabe tritt von seinem Amt zurück. Die Entscheidung kam für viele überraschend. Gesundheitliche Gründe werden genannt. Eine lebensgefährliche Erkrankung soll es aber nicht sein, beruhigt der 63-Jährige. Aber im letzten Jahr haben sich doch die gesundheitlichen Probleme, die vor allem ältere Männer in Führungspositionen dann doch heimsuchen, so verstärkt, dass ich sicher bin, jetzt in der kommenden, nicht einfachen Zeit der Wahlkämpfe nicht mehr in dem Maße meinem Amt gerecht werden zu können, wie ich das zumindest als Pflichtmensch mir immer vorgenommen habe. Rabe ist der am längsten amtierende Schulsenator seit dem Zweiten Weltkrieg und der mit Abstand Dienstälteste im aktuellen Senat. Respekt und Anerkennung kommt fraktionsübergreifend, auch aus der Opposition. Und auch der Bürgermeister findet lobende Worte. Wenn man die Ergebnisse des Bildungsmonitorings zugrunde legt, war Herr Rabe in dieser Zeit der erfolgreichste Kultusminister Deutschlands. Dazu gehören viele Ressourcen, aber auch gute inhaltliche Konzepte und Strategien, die Herr Rabe in den vergangenen fast 13 Jahren mit hoher Kompetenz, mit Gradlinigkeit und größtem persönlichen Einsatz umgesetzt hat. Als Nachfolge für den scheidenden Politiker soll bereits am Mittwoch in der Bürgerschaftssitzung Xenia Bekeris ernannt werden. Sie ist stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und seit 2015 als Lehrerin an einer Hamburger Berufsschule tätig. Eine der wichtigsten Aufgaben und eine der wichtigsten Herausforderungen wird hier die Fachkräftegewinnung sein in den nächsten Jahren. Ich bin Sozialpolitikerin und ich weiß, dass gute Bildungspolitik ein Schlüssel zur Chancengerechtigkeit ist und dass eine gute Bildungsinfrastruktur unabhängig von der Herkunft und den Ausgangsbedingungen Bildungserfolge erzielt und damit die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben schafft. Ein besonderes Augenmerk ihrer Politik soll auf den Übergängen von der Kita in die Grundschule, von dort in die weiterführenden Schulen und dann weiter in die Ausbildung oder das Studium liegen. Sie hat jedenfalls große Fußstapfen zu füllen. Unter ihrem Vorgänger führte Hamburg die Stadtteilschule ein, eine ganztägige Schulbetreuung und investierte viel in den Schulbau und die Inklusion. Für Thies Rabe ist nun Zeit, um etwas Ruhe zu finden und anderen Tätigkeiten nachzugehen. Ich habe furchtbar viele Hobbys, viel zu viele. Ich habe 4 Enkelkinder, spiele Klavier, spiele Kirchenorgel, spiele mit der Modelleisenbahn, das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen, fahre unvernünftigerweise mit dem Motorrad und insofern glaube ich, dass ich viel zu tun habe, freue mich aber vor allem mit meiner Frau auf einen Urlaub, erstmals länger als 14 Tage und erstmals nicht mit Anrufen aus der Schulbehörde. Einer der beliebtesten Senatoren Hamburgs geht damit in den Ruhestand. Vielen Dank. Ja.